Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal PC-Check. Ich habe einen Kommentar bekommen über diesen Computer auf otto.de und den nehmen wir uns jetzt mal ein bisschen im Schnelldurchlauf wieder vor. Es geht hierbei um den Megaport Gaming PC AMD Ryzen, da sind einfach nur diese Specs, die dahinter stehen, auf otto.de. Und zwar soll der kosten 1049 Euro und ihr sucht ja öfters mal solche Budget-PCs, wo ihr so ein bisschen, sag ich mal, in den Einsteigerbereich reinkommt. Ihr wollt ja nicht immer direkt 1500 oder 2000 Euro ausgeben. Meiner kostet ja wie gesagt 2300, wenn man den jetzt so bestellen würde. Wenn sich die Grafikkartenpreise wieder einigermaßen regulieren, dann liegen wir so bei 1900. Aber wir starten jetzt bei dem hier einfach mal und wir schauen mal, was der so verbaut hat. Fangen wir an, Betriebssystem Windows 10. Ich weiß, dass es Windows 10 Home ist, das steht unten nochmal detailliert drunter, was nicht bei allen Angaben der Fall ist. Deswegen gehe ich zum Beispiel bei RAM auch von Corsair aus. Ich gehe da nur nach dem Bild. Das Bild ist so, wie es scheint, auch kein Fake. Kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Windows 10, wenn ihr das jetzt bei eBay kauft, kostet das vielleicht ein Fünfer in der Professional-Variante. Kauft ihr es offiziell, kostet so als Home-Variante ca. 70 Euro. Professional dann 90 bis 100 Euro, je nachdem, wo ihr es kauft. Da könnt ihr dann hinterher gerne noch einen Fünfer mit beirechnen. Aber wir starten mit dem Prozessor AMD Ryzen 5 3600. Das ist nicht der X. Also nicht frei übertaktbar. Ihr könnt den bestimmt ein bisschen übertakten, aber nicht so wie die, zum Beispiel den X. Und der kostet bei Mindfactory 178 Euro. Haben wir ja auch schon öfter gehabt. Das ist auch der mit Lüfter. Und der Lüfter wird auch dafür verwendet. Es ist kein extra Lüfter verbaut. Packen wir so in den Warenkorb. Mainboard, Asus Prime B450M-K. Es ist mal wieder das Asus Prime. Ich weiß echt nicht, ich muss mich da echt mal schlau lesen. Die verbauen alles Asus Prime. Ich habe das sogar schon bei Intel gesehen. Das ist Wahnsinn. Gibt es auf Mindfactory so nicht zu kaufen, aber bei Alternate, da kostet die ganze Geschichte 74,90 Euro. Ihr seht, das ist ein ganz normales Standardboard. Die Anschlüsse sind jetzt auch nicht so überwältigend viele. Hier können wir mal schauen, hier haben wir dreimal USB, viermal davon ist scheinbar 3.0. Da haben wir normal Line-In, Lautsprecher, Mikrofon, Netzwerkanschluss. Das hier scheint HDMI zu sein, dann noch ein VGA und ein DVI-Anschluss. Also ihr habt da jetzt wirklich nicht so viel Auswahl, was die Anschlüsse angeht. Also 7.1 und so weiter wird da schon schwierig. Egal, rechnen wir später dabei. Packe ich jetzt nicht in den Warenkorb. Habe ich dann einfach hinterher in einem Calculator zusammengerechnet. WLAN. Das Teil hat tatsächlich WLAN, aber nur BGN. N würde für euch zum Zocken natürlich reichen, aber wir sind schon bei AC. Und wenn ihr einen AC-fähigen Router habt, dann ist es schon irgendwie verschenkte Geschwindigkeit. Das wird über eine normale Zusatzkarte realisiert, über PCI Express. Und die kostet bei Mindfactory 12,40 Euro. Ich habe jetzt das günstigste Modell genommen. Es gibt noch welche für 30 Euro, 40 Euro, aber das ist halt auch schon eine AC-Karte. Und ich glaube nicht, dass die auch was Besseres da drin verbauen. Packen wir so einen Warenkorb. Arbeitsspeicher, das ist jetzt ein großes Thema. Hier steht 16 GB DDR4, 2400 MHz. Und ich reg mich schon immer auf, wenn die euch 3000 reinpacken anstatt 1200. 2400 ist schon ziemlich wenig und das ist auch der Punkt, wo sie auch viel Kohle sparen. Das sind mit Sicherheit 20, 30 Euro Unterschied. Dazu kommt, dass es auch ein Single-DIMM ist. Man sieht es hier auf dem Bild, wenn man hier ein bisschen reinzoomt, da ist nur ein RAM-Speicher verbaut. Es scheint einer von Corsair zu sein, wenn ich das Logo richtig deute. Aber ich glaube nicht, dass es der RGB ist. Das scheint auch der normale Vengeance zu sein. Den habe ich bei Mindfactory auch rausgesucht. Dieser als einer Riegel, Corsair Vengeance 16 GB für 83,49 Euro. Ihr seht halt hier oben diese Rippen. Und das ist halt auch auf dem Board zu sehen. Ich schätze mal, dass sie den verbauen. Immerhin kein G-Skill Aegis. Ihr kennt mich ja, was das angeht. Packen wir so in den Warenkorb. Dann haben wir Grafikkarte. Nvidia GeForce GTX 1660 6 GB. Die ist natürlich schon ein ganzes Stückchen älter. Hat auch nur GDDR5. Es gibt schon GDDR6. Findet man jetzt aktuell auch so nicht. Ich habe sie mal rausgesucht, glaube ich. Wo war das auch bei Alternate? Das ist sogar schon die Super. Die 1660 Super. Dann noch OC übertaktet. Also die ist noch ein ganzes Stückchen schneller als die normale 1660. Kostet 449 Euro, packen wir so in den Calculator mit rein, kann ich ja bei Mindfactory nicht hinzufügen. Erste Festplatte, 240 GB SSD High Performance. Kann ich mir nichts drunter vorstellen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es eine M2 ist, ich weiß nicht, ob es eine 2,5 Zoll ist. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es eine 2,5 Zoll ist. Also eine M2 werden sie euch in dem Gerät nicht verbauen, wenn sie schon beim RAM-Speicher sparen. Ich habe auch mal eine rausgesucht, die ich persönlich übrigens auch habe. Und zwar ist das die 240 GB Patriot Burst. Ihr habt sie ja mal bei mir im Warenkorb gesehen. Die habe ich bei mir selber auch im Rechner, das war meine Einsteigerplatte, für 30 Euro. Also die sparen, wo sie können. Packen wir so einen Warenkorb. Dazu immerhin eine 1000 GB SATA 3, 7200 Umdrehungen pro Minute Toshiba. Das ist eine stinknormale 3,5 Zoll HDD. Würde ich euch nicht unbedingt empfehlen, Spiele drauf zu installieren. Kann man machen. Funktioniert auch, haben viele Leute auch lange Zeit gemacht.
Nur seit die SSDs auf dem Markt sind, hätte ich mir lieber gewünscht, dass sie hier vielleicht 500 GB oder, keine Ahnung, vielleicht sogar ein Terabyte SSD reingebaut hätten. Aber gut, die habe ich auch rausgesucht bei Mindfactory. Hier ist sie, auch von Toshiba. High Performance. High Performance. 48,73 €, packen wir so einen Wagenkorb. Ist für mich nur ein Datengrab. Wenn ihr Videos irgendwie speichern wollt oder Musik oder Filme, was weiß ich, aber gut. Gehäuse. Hunter RGB-Gehäuse mit 120 mm Lüftern in farbigen RGB-Lüftern. Das Problem ist, ich habe überall geguckt, ich finde das Ding so nicht. Ich habe was Ähnliches genommen. Also die sehen ja sowieso heutzutage mittlerweile fast alle gleich aus. Der hat drei Lüfter vorne, scheinbar auch einen hinten. Ja, ist beleuchtet. Vorne eine cleane Front. Ich habe bei Mindfactory mir was rausgesucht. Und zwar hätten wir hier das Charkun TG4 Blue mit Sichtfenster. Das sieht quasi genauso aus, hat nur nicht so eine Netzteilbox unten drin. Ja, kostet 50 €. Dann wisst ihr schon mal, wo ihr dran seid. Das ist einfach so, dass du, wenn du ein gescheites Gehäuse haben willst, schon so 80-90 € ausgeben solltest. 70 sollten das Minimum sein. Dann bitte auch von einem richtigen Markenhersteller. Charkun ist für mich eine Billigmarke. Es gibt viele Leute, die damit keine Probleme haben mit Mäusen, mit Tastaturen. Ich würde es als Gehäuse nicht unbedingt nehmen. Aber packen wir so einen Warenkorb. Laufwerk ohne Laufwerk. Klar, das ist dem Gehäuse geschuldet. Es gibt keinen Einbauschacht mehr dafür, weil vorne halt eine glatte Front ist. Wo sollst du da noch ein CD-ROM-Laufwerk oder ähnliches reinpacken? Netzteil. 500 Watt Silence Performance. 500 Watt finde ich schon wenig. Also wenn ihr mal irgendwann aufrüsten wollt mit der Grafikkarte und ihr knallt euch eine 3070 oder 3080 da rein, dann wird es schon irgendwann eng mit dem Stromverbrauch. Und Silence ist jetzt auch nicht der Hersteller, dem ich jetzt unbedingt vertrauen würde, dass er auch wirklich die 500 Watt bringt. Müsst ihr euch das so vorstellen. Es gibt Hersteller da draußen, die schreiben 700, 800 Watt auf ihr Netzteil, aber das ist nur für eine kurze Zeit. Diese Last kann das Netzteil nicht dauerhaft verarbeiten. Deswegen, das ist so Spitzenlast, wenn die Grafikkarte mal meint, so, jetzt muss ich einmal kurz ziehen. Ich hatte selbst mit Markennetzteilen schon Probleme, was das angeht. Lieber wäre mir 600 Watt gewesen, 650. Aber der PC ist wirklich nur auf diese Config abgestimmt. Die haben nicht vor, dass ihr das mal irgendwann erweitert. Die wollen lieber, dass ihr euch einen komplett neuen kauft, was ihr dann auch müsst, wenn ihr hier wirklich noch erweitern wollt. Weil auch beim RAM, da habt ihr noch einen Slot frei. Die meisten werden jetzt auch argumentieren, 16 GB, ja, es ist ja nur ein Speicherriegel. Ja, ja, klar, ihr könnt noch einen zweiten dazu basteln, dann habt ihr 32 GB, aber es ist halt kein Dual-Channel und ist nur 2400er. Find das Mist, aber egal, bei dem Netzteil kommen wir wieder darauf zurück. Habe ich eins bei Mindfactory gefunden, Silence findet man da nicht. Das hier kennt ihr ja schon, der Klassiker, das Be Quiet, 500 Watt, 49,40 €, packen wir auch so in den Warenkorb. Muss ich nicht mehr viel zu sagen, sage ich in jedem meiner Videos. So, das wäre jetzt auch soweit alles gewesen, wir gehen mal zum Warenkorb. Hier haben wir nochmal alles. Den AMD Ryzen 5 3600, die WLAN-Karte, dazu die Patriot Burst, dann noch die Toshiba, das Gehäuse, das Netzteil und den RAM. Da kommen wir insgesamt auf 451,91 €. Dazu rechnen wir jetzt noch das Board und die Grafikkarte und dann landen wir bei 974,90 €. Der PC soll kosten 1049. Das ist für diese Konfiguration, dafür, dass er fertig installiert und zusammengebaut zu euch nach Hause kommt, in Ordnung. Macht diese Konfiguration Sinn? Meinen Augen nicht. Spätestens wenn ihr streamen wollt, dann kriegt ihr Probleme. Zumindest was den RAM angeht. Und es ist auch wirklich ein Unterschied, wenn ihr jetzt nur ein oder zwei Riegel habt. Da gehen euch bis zu 20 FPS flöten. Da müsst ihr richtig aufpassen. Es gibt auf YouTube Vergleichsvideos. Schaut die euch mal an. Ob du 2x8 GB oder 1x16 GB RAM nimmst, das ist unglaublich, was diese Unterschiede sind. Vor allen Dingen, wenn die Taktung dann noch so gering ist. Und ich komme ja immer wieder auf das Thema zu sprechen, dass die Grafikkarte mit 4 GB Speicher oder 6 GB zu schwach ist. Ja? Und ich habe mal ein Video rausgesucht, genau mit dem Prozessor und der Grafikkarte. Und ich zeige euch jetzt mal was. Hier geht es ums reine Zocken. Hier wird nicht noch nebenbei gestreamt. Stream braucht unglaublich viel Leistung. Sei es über den Prozessor oder die Grafikkarte. Es kommt darauf an, was ihr da auswählt, worüber ihr rendern wollt. Und hier habt ihr zum Beispiel, ich glaube, das ist Apex, so wie es das aussieht. Ich weiß nicht, welches Spiel das jetzt gerade ist. Nee, das ist nicht Apex. Das ist ein Dino. Ist ja auch egal. Hier seht ihr schon, die GTX 1660 mit 98% liegt schon fast an der Grenze. Hier seht ihr der VRAM. Das ist der Speicher der Grafikkarte. Die hat jetzt 6 GB. Wenn ihr jetzt einen PC habt mit 4 GB, dann kriegt ihr hier schon Probleme. VRAM 4945 von möglichen 6000. Habt ihr eine 4000er? Wird schon knapp. Er spielt die Spiele jetzt auch nicht auf Maximum. Er zeigt in diesem Video ganz oft, welche Einstellungen er getroffen hat. Full HD, Medium, High oder Ultra oder sogar nur Low Settings, wie die Shader eingestellt sind und so weiter.
selbst hier, das ist glaube ich Medium, kommt die Grafikkarte an ihre Grenzen und der Speicher schon fast voll. Ihr habt auch gerade mal knapp über 60 FPS. Hier gibt es auch irgendwo eine Average, die irgendwo steht. Hier Average FPS 64, das ist also gerade so die Grenze, wo man noch vernünftig zocken kann. Wenn ihr jetzt ab und zu mal actionlastige Szenen habt, kriegt ihr Probleme. Dann könnt es ein bisschen ruckeln, eventuell. Für euch vielleicht auch interessant, das ist jetzt glaube ich GTA. Selbst da VRAM schon knapp an der 4000er Grenze. FPS 90, das ist gut. Average 89 FPS ist auch gut. Aber hier auch die GTX 1660 auf 97% Auslastung. Das ist schon hart. Dann haben wir hier noch PUBG, interessiert den einen oder anderen vielleicht auch noch. Da habt ihr den VRAM mit 4800 auch schon gesprengt. Also nicht bei der Grafikkarte, aber wenn ihr jetzt eine 4 GB Karte hättet, hättet ihr es da gesprengt. Ihr habt dann natürlich 106 FPS. Average sind 134, es ist jetzt nicht so anspruchsvoll, dafür ist aber der Speicher gut vollgelaufen und hier läuft sie auch nur auf 80% und das ist noch vertretbar. Ich finde es immer sehr schwierig mit einer 4 GB Karte. Wie gesagt, die hier hat 6, überhaupt kein Problem, ich wollte es euch nur mal zeigen. Ich werde euch dieses Video auch nochmal verlinken, dass ihr das mal anschauen könnt. Und wenn ihr jetzt in Zukunft mal zum Beispiel einen PC findet und euch interessieren diese Werte, die hier stehen, auf wie viel Grad läuft die, wie viel VRAM frisst das, welche Einstellungen hat der Typ gemacht, dann müsst ihr einfach nur den Prozessor und die Grafikkarte quasi eingeben. Hier haben wir das in dem Fall, GTX 1660 plus den Ryzen 5 3600, auch ohne X, ganz wichtig. Und das ist auch nicht die 1660 Super, sondern die normale. Dann wisst ihr ungefähr, wo ihr dran seid, was die FPS und so angeht. Und wir müssen jetzt nochmal beachten bei dem Endpreis, das habe ich eben gar nicht mehr dazu gesagt. Es war die 1660 Super OC, die ich da reingepackt habe. Das war diese hier. Die ist noch einen ganzen Ticken schneller als die normale 1660, die in diesem PC drin ist. Das heißt, ihr habt jetzt nicht nur 100 Euro Ersparnis, wenn ihr es selber zusammenstellen würdet, sondern wahrscheinlich 150, 200 Euro Ersparnis. Mit der hier hättet ihr mehr Leistung. Gut, Fazit an der ganzen Sache. Das Ding ist jetzt nicht unbedingt zu teuer, aber es ist kacke konfiguriert. Vor allen Dingen, was den RAM angeht. Also Single RAM in der heutigen Zeit und dann auch noch mit einer 2400er Taktung, obwohl er 3200 verträgt, ist sehr wenig. Keine M.2 SSD drin verbaut. Ich würde sagen, lasst die Finger davon. Und ihr seht auch, der PC kommt wieder von Megaport. Also Otto vertreibt wirklich die Dinger, nur die Teile kriegt ihr auch bei Megaport direkt. Wahrscheinlich nochmal für einen Fuffi günstiger, weil Otto will ja auch seinen Anteil haben. Und naja, gut. Ich suche mir jetzt demnächst wieder einen PC raus. Ihr schickt mir immer fleißig welche. Ich schaffe die natürlich nicht alle. Ich versuche euch wie immer in den Kommentaren zu helfen. Wenn ihr noch Fragen habt oder allgemein Fragen zu PCs, ich schreibe jetzt meinen Discord-Namen mit unten in die Beschreibung rein. Den sucht ihr dann einfach bei Discord, da könnt ihr mich anschreiben. Ich beantworte euch eure Fragen, sofern ich denn Zeit habe. Es kommt immer darauf an, wie ich arbeiten muss. Und das ist dann alles kein Problem. Ich helfe jedem gerne. Ich lasse mich nur nicht veräppeln. Ich wurde jetzt vor kurzem veräppelt. Da kam einer zum Beispiel, sagte, ich möchte einen PC für 1500 Euro. Ich habe ihm was rausgesucht an Fertig-PCs. Ich glaube, das war sogar auf Dubaro oder so. Und dann schrieb er mich auf einmal an, wie findest du diese ganzen Komponenten? Hat er mir eine riesige Liste geschickt mit jeweils einem Amazon-Link. Und die ganze Kiste hat zusammen mit Sicherheit 3000 oder 4000 Euro gekostet. Da habe ich ihm gesagt, was willst du mit einem Mainboard, was 1000 Euro kostet, wenn du nur 1500 Budget hast? Ja, weiß ich nicht. Ja, dann... Also, tut mir leid. Also, wenn mich jemand fragt, hey, kannst du mir was empfehlen, dann mache ich das. Aber ich kann jetzt nicht zu jemandem sagen, der 1500 Budget hat, warum ein 1000-Euro-Board besser ist als ein 200-Euro-Board. Übrigens ist auch Quatsch, ein 1000-Euro-Board zu kaufen. Nur mal so dahin, ne? Wenn ihr wirklich ernsthafte Fragen habt, schreibt mich gerne an bei Discord. Ich antworte jedem. Schreibt in die Kommentare. Ich antworte da meistens auch jedem, wenn er mich nicht veräppeln möchte. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.